Schon der fünfte Part hier im Himmelsturm, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mal sehen, was wir heute erreichen. Weiter geht es hier. Da mussten wir den Weg ja erstmal finden mit einem versteckten Hebel und all das. Aber zeugt auch nur davon, dass es eventuell Richtung Finale und Richtung dunklerer Fürst geht. Erstmal die Post. Ja, let's play Marcus. Hallo Mr. Burns. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Let's Play Marcus, richtig? Du hast einen Brief erhalten, aber von wem? Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Tschüssikowski. Lieber Let's Play Marcus, welch wunderbarer Tag. Mein Tipp, wenn ungemacht droht, einfach lachen, das hilft immer deine Chiara. Ach, wäre schön, wenn wir dem dunklen Fürsten auch einfach weglachen könnten. Chiara, Chiara. Irgendjemand von weit gereist? Geschieht hier was? Wieder ein Boss. Und zwar mit folgenden Gesichtern. Es sind wieder die Fashion-Feen. Daenerys, Toadette und die Queen. Schon wieder? Es reicht. Ach, Menno. Ja, die sind echt gequält. Die hat's oft erwischt. Mit dem fetten Kaulquappen-Typ. Wobei, die Kaulquappen sind halt die. Und roter Toadette-Frosch. Na, Prost. Daenerys-Quappe. Ah, kriegen wir auch hin. Wer doch gelacht. Euch drei erstmal. Bei der Stimme von Mr. Burns weiß ich auch nicht so recht, wie ich den sprechen soll. Ich habe den ja immer so gesprochen, weil er in den ersten Staffeln halt eher so spricht. Und gegen Ende hat er ja eher so gesprochen. Ne, Mr. Burns, wisst ihr Bescheid. Die Simpsons. Hab auch schon gehört, dass dem seine Stimme vor nicht allzu langer Zeit ersetzt wurde. Ich glaube, dem Sprecher geht's gut, nur er wollte halt nicht mehr nach 100.000 Staffeln. Wurde zusammen mit der Homer-Simpson-Stimme ausgetauscht. Meines Wissens, gefährliches Halbwissen. Könnte sich auch geändert haben, ich habe das nur mal so gelesen. Gehört habe ich da aber noch nichts. Manchmal geht sowas und manchmal nicht. Ich muss sagen, dass halt die deutsche Homer-Stimme sich echt Mühe gibt. Besser kannst du die nicht imitieren, ne? Bei Marge Simpson haben sie damals mehr Alarm gemacht. Woanders klappt es ja auch. Zum Beispiel hier SpongeBob. Die Patrick-Stimme wurde zum Beispiel sehr gut ersetzt. Die alte Stimme von Patrick, die wollte halt irgendwie mehr Geld, ne? Und die Stimme von Thaddeus ist ja auch leider gestorben. Der hat ja sehr viel synchronisiert. Den hat man überall gehört, in Filmen. War auch zum Beispiel bei hier der König der Löwen war der Sasu. Dieser Vogel mit dem Bananenschnabel. All solche Geschichten. Tja, verflixt. Der steht aber wieder auf. Ich mach's trotzdem. Hol mich instant zurück ins Leben. Ja, das war schwierig, Thaddeus. Da gab es ja viele Versuche. Unter anderem die Stimme von Meister Kayo und auch in dem Film war es ja irgendjemand. Ich finde, sie haben einen ganz guten Ersatz gefunden. Der Synchronsprecher von Tentomon. Ja, von Digimon. Synchronsprecher ist immer so eine Sache. Meistens, wenn es so um Rückkehrer geht, ja? Digimon ist ein gutes Beispiel. Oder auch Dragon Ball. Ja, für die Dragon Ball-Filme. Das heißt, sowohl dieses na, Kampf der Götter als auch Resurrection F, wo Freezer wieder aufersteht und eine neue Form annimmt. Da haben sich auch die alten Dragon Ball Sprecher dazu hinabgelassen, weil es ja nur ein Film ist. Das ist ja relativ schnell gemacht, alles zu sprechen, aber für ganze Serien haben die echt keinen Nerv mehr. Das zeugt ja auch von Dragon Ball Super, was von den größtenteils von den Dragon Ball Kai Sprechern synchronisiert wird, die ich mir einfach nicht angewöhnen kann. Das tut mir leid, ich bin einfach anderes gewöhnt. Werden ja viel gehatet. Ich bin mir sicher, die geben sich auch Mühe ohne Ende, ja? Aber im Endeffekt... Naja. Wird man Dragon Ball Super auf Deutsch trotzdem gönnen. Und bei Digimon wird's hochgelobt, dass die ganzen Sprecher von den Digimon und auch alle Digi-Ritter, bis auf Izzy, halt wieder für die neuen Digimon-Tri-Filme verpflichtet wurden. Und ich finde, das klingt doch echt gut. Die Stimme von Tai hat sich verändert, der wohnt ja auch in Schweden oder Norwegen, irgendwas in der Art und wurde eingeflogen. Hat auch ungewöhnlich, Synchronsprecher werden schnell ersetzt, nur bei so Sachen wie Digimon sind die Fans halt sehr wählerisch und, ah gut.
gerade wenn man sich so krass verstellen muss, wie eben die einzelnen Digimon. Agumon oder auch Tentomon. Einzige, was ich nicht so gut fand an der Digimon-Trie, ich habe nur den ersten deutschen, also den ersten Film auf Deutsch gesehen bisher. Der Synchronsprecher von Gabumon. Der spricht Gabumon, es ist derselbe, aber spricht ihn total hoch. Was eigentlich so nicht war. Spricht ihn eher wie Zunumon. Aber lassen wir das Thema, wird zu nerdig. Ich kann euch davon nur in Kenntnis setzen. Gönnt euch mal, wenn ihr Zeit und Bock habt, die Digimon-Filme. Gibt's auf Blu-ray. Müsste jetzt eigentlich bald der zweite Film auf Deutsch rauskommen, der dritte folgt alsbald. Insgesamt sind es ja 6, meines Wissens. Hat man die jetzt eigentlich auch nur zusammen besiegen können? Also die Kaulquappen einzeln war nicht möglich. Die waren verknüpft mit dem roten Toadette-Frosch. Ist okay, ist okay. Aber ich weiß nicht, wenn nochmal eine komplette Digimon-Staffel käme mit denen, ob die nicht auch Nein sagen würden. Ob viele einfach nur Ja sagen, weil es halt nur ein Film ist, wie bei Dragon Ball. Möglich, möglich. Was war da? Babynahrung? What? So, kriegen die Fashion Fäden wieder ihre Faces? Auch. Jetzt habe ich nicht gelesen, ich Idiot. Dunklerer Fürst Mr. Bean, alberne Bezeichnung. Wenn es nur das wäre, der Typ ist penetrant. Aber du wirst schon mit dem fertig werden, Schätzchen. Nimm dich in Acht, wir warten im Dorf auf dich. Wenn du verlierst, bekommst du es mit mir zu tun. Nee, da bin ich tot. Oder gesichtslos. Was glaubt so denn mein Körper? Höllen-Hotdog-Stern. Höllen-Hotdog ist doch dann Chili-Dog, ne? Worauf Sonic the Hedgehog so abfährt. Ja. Doc Brown will mir irgendwas geben, sagen, antun. So, das ist schon mal wichtig. Rasierschwinge. Damit kannst du dir jetzt morgens, ne? Schön, brauchst du deine Einwegrasierer nicht mehr. Oder deinen Gillette Fusion Fünftling. Heldenfächer. Heldenpfanne. Da ich nicht unendlich Geld habe, muss ich dann doch ein bisschen haushalten und zumindest gucken, wem ich was gönne hier. Das war schon die richtige Entscheidung. Dann das Heldenblatt. Ja, okay, komm. Das Blatt hat sich gewendet. Wobei, wie gesagt, Olimar zwischenzeitlich richtig viel gepimpt wurde. Man sieht es aber nicht an seinen Werten. Weil ich hatte vorher viel gelitten. Tja, und dafür ist jetzt gerade kein Geld. Es sei denn, wir holen welches. Pff. Selten schlechtere Karten gehabt. Wagen wir es mal wieder. Bei 6000 würde ich Schluss machen. Jetzt muss ich zweimal in Folge gewinnen. Supi. Maximal 3 Spielscheine gebe ich aus, sonst danach haue ich ab. Ich hasse das. Maximal 3 gebe ich aus. Ach komm, ich hasse es. Diese Sucht, ich will es einfach ein bisschen... Ich werde meine Spielscheine los. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich habe gesagt 6000. Zweimal in Serie. Und das wird mein Genickbruch sein. Oh! Gut. Nein. Ich hab, was ich wollte. Komm, wir gehen. Ich gieriger. Ach, du Idiot. Naja, dann haben wir immerhin das Geld wieder. Das jetzt gar nicht nötig gewesen wäre. Kannst mal sehen. Och Mann, er hat das doch schon mal probiert und nicht für gut empfunden. Babynahrung. Babynahrungstern. Okay. Höllenhotdog. Angriff und Magie. Hätte sein können. Trump. Hätte sein können. Was ist da los? Ich glaube, Doc Brown hat eh noch nicht alle irgendwie
Spieldose, danke. Zangangriff 2. Ach, Kenny. Oh, Mann, muss das sein. Tu Kenny und LP Markus zusammen. Und du bist noch nicht mit Putin, Dicke. Dann ändern wir das jetzt und richten das so ein. Schnauf, Schnief. Du hast 12 verschiedene Bratpfannen, die Waffe der Köche, gesammelt. Dasselbe gilt für die Blätter der Blumen. So, ab nach oben, da habe ich schon gesehen, der Gandalf ist am Stissel. Aber das kann ich mir so lang... Ich glaube, nach dem Gandalf sind wir auch mittig. Das könnte schon das Finale sein in diesem Part. Wer weiß, wer weiß. Hopp los! Ich fühle mich nicht so gut. Wir haben noch viel vor uns. Welchen Hebel betätigst du? Was mache ich denn, wenn da oben jetzt das Finale ist? Wer weiß, ob das Finale nicht lang dauert. Oh mein Gott, ihr stellt mir Fragen. Ein Spielschein? Geschenkt, geschenkt. Wo stecken die Monster? Meine Güte, ich könnte an Ort und Stelle einschlafen. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan. Mir ging einfach so viel durch den Kopf. Und deswegen bin ich jetzt todmüde. Doc Brown, hörst du mir überhaupt zu? Das heißt wohl nein. Das Frühstück heute war echt lecker. Und das Frühstück für morgen sehen wir hier. Alter Schwede. Nicht sehr lecker, aber... Unerwartet angegriffen. Und schwupp! Durch die Reihe. Nicht einzeln angreifen, hier so richtig. Tja. Sie hören halt nicht auf mich, ne? Sie hören einfach nicht. Hier, nimm diese HP-Banane von mir. Mensch, mach das einfach so! Gut, sie haben auch die hinteren gemacht. Das ist dann vertretbar irgendwo. Ich habe Bedenken. Mir schwant Übles. Das passt mir von der Partaufteilung gerade nicht. Als ich der dunkle Fürst war... Hm? Nun, da lernte ich ein wenig die Gedankenwelt des dunklen Fluchs kennen. Und? Was ist sein Ziel? Ich glaube, er möchte einfach nur alle leiden sehen. Er ist ein fürchterliches Wesen. Sein Herz ist erfüllt von Hass, Neid und Zorn den Leuten gegenüber. Es fließt geradezu über vor unbändiger Bosheit. Uiuiui, so jemanden dürfen wir auf keinen Fall frei rumlaufen lassen. Ach, es ist alles meine Schuld. Wäre ich doch bloß stark geblieben und hätte seine Versuchung widerstanden. Ach, mach dir jetzt keine Vorwürfe mehr. Ich werde mir vorknöpfen. Danke, das macht mir Mut. Und dann noch so Texte. Jetzt kommt das Gasthaus. Und dahinter steht er. Der Peter. Nicht Peter Griffin, nein. Oh. Die Chance auf den Fächer ist außerordentlich hoch. Und wir kriegen das Ding auch. Jetzt könnte ich die ganzen anderen Tickets gebrauchen. Zu spät. Heldenfischer gehört dir. Gudi, 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 gudi. Ups. Aber schön, dass du da bleibst, ne? Auch die Konstellation. Gut, 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 gut. Mach mir jetzt keine Schande. Ich ahnte es. Was soll ich dazu noch sagen? Irgendwelche Worte? Jetzt für Markus ist keiner da? Kann doch gar nicht sein. Hat jetzt auch nur 1000 gepacht, weil es halt nur... Ach so, weil er Streit hat mit Kenny. Verstehe. Ja, was mache ich denn nun? 12 verschiedene Fächer? Vielleicht ist es noch nicht das Ende.
Und vor allen Dingen soll ich ganz oben erstmal nach oben drücken. Er kommt ja auch noch. Naja, eins nach dem anderen. Halten wir erstmal den Ball flach. Hey, du da, hör mir kurz zu. Wer könnte immer weiterspielen? Der Quiz-Freak Gandalf. Wir spielen Vorhang auf. Das war ein bisschen schwieriger, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Drei Fragen, let's go. Frage 1. War Luigi. Das war deutlich. Das war deutlich. Der wohnte in dem Wüstendorf. Frage 2. Oh mein Gott. Jesus. Ich dachte erst an irgendwie Bella Swan wegen den Haaren, aber nie. Jesus. Die dritte Frage. Klein. Oh, Alf oder Bibi? Man hat's halt nicht gut gesehen. Oh Mann, du Loser. Paar, ich hab dich besiegt. Du hast zwei Fragen richtig. Hier ist ein Trostpreis. Das tröstet mich aber nicht. Ist es dann überhaupt noch ein Trostpreis, wenn es nicht tröstet? Wir haben noch ein Level. Das ist gut. Das ist gut. Es wird wohl in jedem Fall darauf hinauslaufen, dass wir im nächsten Part das Finale haben. Weil ich nicht weiß, wird das lang, wird das episch, kommen noch Überraschungen und selbst wenn, kommen danach die Credits und so und ich würde es ungern in diesem Part beginnen. Das ist wieder so ein Boss? Naja, die hatten wir schon mal, aber es gab schon mal einen vergleichbaren Boss, ne? Das ist richtig. Hätten wir da noch irgendein Kapitel? Nach den Feen? Denke nicht, ne? Schwer zu sagen. Normalo-Gegner werden's tun. Geht so. Feuerdämon ist ja schon ein klein bisschen was. Und wohl auch nicht ohne Grund. Das gefällt denen nicht. Kostet aber halt auch 20 MP, was ja dann schon ein ordentlicher Batzen ist. Zack. Doc Brown ist anhänglich. Bitte geh nicht! What the fuck? Haupt die Zuversicht. Arsch, kannst du mal sehen. Oh, meine Güte. Halt mich aber nicht ab, ne? Ich hab gehalten. Are you serious? Yes, you are serious. Of course. Ich bin so müde. Ich werd's verkraften. Wir gehen nach rechts. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier, wir haben dir sogar ein Geschenk gekauft. Oh, danke. Törtchen. War überhaupt heute mein Geburtstag? Hihi. Oder mein Todestag? Mir könnte es nicht besser gehen. Wir werden sehen. Ich habe jetzt eher gedacht, wenn das so dein letzte Level vor dem großen Kampf sein soll, dass hier nochmal ordentlich was läuft. So mit 1000 Abzweigungen etc. pp. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Zieht er sich die Banane rein, Alter. Toll, ich krieg vom Bibi wieder eine. Kann gar nichts mehr. Na gut. Trachi heißt er. Fast wie Traki, der Yokai. Irgendwie Freunde. Es ist ein Geben und Nehmen. Schön. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so gut ist, das Blutsaugen. Ich glaube, ein normaler Angriff hätte mehr ausgerichtet, ne? Ausgerichtet, angerichtet. You know what I mean?
Ihr seht aber, dass ich nicht absichtlich trödle, ne? Um den Party in Länge zu ziehen. Ich mach trotzdem schnell. Es sind hier nur affig viele Gegner. Die auch immer ein bisschen schwieriger werden. Die wollen hier auf die Ausdauermasche setzen und mir so gefährlich werden, aber mit meinen Streuern werde ich mich teuer verkaufen. Im Ernst, haben die mir schon ganz schön was versucht anzurichten. Komm, alle vier. Mach die Drachen down! Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? In den Rot, die Zauberer. Thema Synchronsprecher, ne? Also vom ersten Dragon Ball auf Dragon Ball Z hat sich auch keiner groß beschwert. Komischerweise. Es lag gut davon, es sind einfach gute Sprecher in Dragon Ball Z. Erfahrene und etablierte und halt teure Sprecher. Bei Dragon Ball Kai nicht. Über das Thema Synchronsprecher und Digimon hatten, habt ihr mal Digimon Fusion auf Deutsch angehört? Das klingt ja jeder Fan-Dub auf YouTube besser. Schlange Müllerin. Und da hätten wir das Gasthaus. Okay. Du hast 150 unterschiedliche Arten in Methiopia besiegt. Von Monstern, wohlgemerkt. Ein Notfall! Bitte nicht! Doc Brown, okay. Ich wollte sagen, bitte nicht einer meiner... Ich wollte jetzt natürlich das Team eventuell ein bisschen anders einstellen. Wahrscheinlich kommt jetzt da überhaupt kein dunklerer Fürst. Aber man darf doch mal... Man darf doch mal fragen. Kenny wünscht das Superkleid. Das ist super. Und das große Mampfen steht auch noch an. Ist irgendwie doof, dass die, die krank sind, nicht mitessen, weil an für sich... Wer hat denn niedrige Abwehr eigentlich? Michael Jackson. Dem gebe ich kaum was. Kenny. Was? Magie? Schlange Müllerin für dich. Törtchen, reißen sie sich drum. Aber Hänsel hat auch was davon. Schwert-Sashimi. So, du vielleicht? Leider nicht. Und der Teufelsshake. Jesus schmeckt der Teufelsshake. No comment. Hier kann man nur was Falsches sagen. Okay. Ja, Doc Brown kann nicht mitkämpfen. Die sind auch gar nicht mehr die Schwächsten. Was mache ich überhaupt? Also vom Level her. Wir nehmen mit Putin, Garfield und Trump. Was lange Zeit halt auch mein Hauptteam war und jetzt sind sie wieder vereint. Auch wenn ich einfach nur die Level der anderen angepasst habe. Also die selbst sind nicht viel stärker geworden. Und in der Tat, es geschieht... Hier geht was ab. Das Ende des Spiels? So ist es nicht. Aber ich speichere. Und ja, dann hat es doch gut gepasst. Also nach 5 Parts ist dieser Himmelsturm scheinbar so gut wie vorbei. Natürlich, eine Kleinigkeit ist noch, aber das Finale vielleicht. Auf jeden Fall geht da was ab, okay? Und was da abgeht, sehen wir im nächsten Part. Ist der Daumen oben. Werde ich euch loben. Bis dann und ciao.